die Leute wollen liquide sein. Und die Banken gehen hin und lösen das Problem, ja, sagen, ihr kriegt eure langfristigen Kredite, allerdings will ich 5%. Und der Markt kriegt auf seinem Konto eigentlich gar nichts, im Grunde 1%, weil ich muss ja auch ein paar ATMs hinstellen und so weiter. Ja, also so ein bisschen Zins kriegst du, im Moment nicht, aber das sind komische Zeiten. Und von diesem Zinsertrag lebt die Bank. Sie macht diese Fristentransformation, sie löst das Problem der unterschiedlichen Präferenzen zwischen Sparern und eben der Wirtschaft, die investieren muss. Und sie geht dabei absichtlich das Liquiditätsrisiko ein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marc spricht mit Ingo Sauer. Hallo Ingo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wer Ingo noch nicht kennt, Ingo Sauer ist promovierter Wirtschaftswissenschaftler, darf man das sagen? Volkswirt. Volkswirt, ja, also genau, Ökonom, sagt man heutzutage. Hat vor allem sich mit Inflation auseinandergesetzt, das ist auch ein Thema, über das wir heute sprechen. Die erste Frage, die ich an dich habe, Ingo, ja. Können Zentralbanken, also Notenbanken, pleite gehen? Ja, also im Grunde ist das praktisch die Hauptaussage meiner ganzen Forschung. Sie können zwar nicht technisch pleite gehen, also eine Notenbank kann ja die eigene Währung immer drucken und solange keine Fremdwährungsforderungen gegen sie existieren, kann sie eigentlich nicht pleite gehen. Ja? Den Euro kann sie immer drucken und sie muss für diesen Euro im Falle der EZB auch irgendwie keine anderen Vermögenswerte herausgeben. Niemand kann sie dazu zwingen. Die technische Insolvenz der Zentralbank ist damit ausgeschlossen. Allerdings das Konzept der Insolvenz, und Insolvenz ist eben ein schöner Begriff, der die ganze Bilanz, also die ganze finanzielle Stärke einer Bank zusammenfasst, die ist nicht ausgeschlossen oder die Anwendung dieses Konzeptes. Und in der Tat, sie können nicht technisch, aber faktisch insolvent gehen. Und wenn dann die Forderungen gegen sie, die sie vielleicht versucht, dann doch zu bewerkstelligen, zu groß werden auf den Devisenmärkten, dann ist sie faktisch nicht zahlungsfähig in Fremdwährung, kann den Wechselkurs nicht verteidigen. Und dann kriegen wir eben Inflation. Und das ist dann eben mein Forschungsschwerpunkt. Also wann kommt es zu den hohen Inflationsraten? Ja? Mhm. Nicht die niedrigen durch Druck der Gewerkschaften und andere Sachen, sondern die hohen Inflationsraten. Wann wären die möglich? Also die kurze Antwort ist ja. Und ich werde jetzt wahrscheinlich dann die nächsten 60 Minuten erklären, warum. Und dann vielleicht am Ende das Ganze noch einordnen, wie weit denn so eine mögliche Inflation bedingt durch eine Insolvenz der Notenbank in Europa, wie weit das noch entfernt ist. Ja. Auf jeden Fall, die Frage wird kommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, hohe Inflationsraten. Was ist für dich eine hohe Inflationsrate? Ja, also genau. Also ungefähr, man kann es jetzt nicht so ganz genau sagen, aber ich sag mal ab 15, 25, 30, 40%, das ist dann hoch. Und man sieht eben diese Konturen, also es sind natürlich fließende Übergänge. Also viele Gründe führen zu Inflation. Es kann teilweise sein, dass die Gewerkschaften höhere Löhne fördern. Ja. Es kann teilweise sein, dass irgendwas teurer wird. Wir hatten die Ölpreisschocks, damals kam beides zusammen. Und dann kommt schon eine ganz schöne Inflation bei raus. Aber so richtig höhere Inflationsraten, wenn es dann in die 30% geht, da ist dann relativ der Anteil von die eigentlich wertet die Währung ab. Ja, es ist gar nicht im Land Angebot und Nachfrage, Cost-Push, Demand-Pull, sondern eigentlich ist die Währung unter Druck und die wertet gegen andere Währungen ab. Und das schlagen die Verkäufer auf ihre Preise drauf. Dieser Anteil wird dann bei hohen Inflationsraten immer höher. Ja? Nebenbei läuft natürlich die Lohnerhöhungspreisspirale und so weiter. Und irgendwann wird er dominant. Und bei den Hyperinflationen, die ich jetzt untersucht habe, ist er eben praktisch zu 98% entscheidend und dominant. Und dann kann man diese Konturen ja, am besten sehen. Ja? Also warum habe ich mir die Hyperinflation ausgesucht? Weil gut, das sind eben die Zentralbankinsolvenzen. Aber hier sind sie am stärksten und damit ist praktisch dieser Mechanismus am offensichtlichsten und lässt sich eben auch ökonometrisch sehr eindeutig nachweisen. Ja? Hm. Wie weit weg sind wir denn von der Hyperinflation? Okay, also vielleicht stellen wir das hinten an. Ich sehe alles nicht so dramatisch. Ich weiß jetzt nicht genau, wie du das eigentlich siehst. Aber wenn ich das richtig verstanden habe hier in diesem, also ich nehme mal an, dass viele deiner Zuschauer dann vor baldiger, hoher oder sehr hoher Inflation irgendwie Angst haben. Und ich versuche das, wenn ich das erklärt habe, so ein bisschen später einzuordnen. Also diese ganz hohen Inflationsraten, ja, also
23. Wir sind bei diesen Vermilliardenfachungen. Das wird sowieso nicht passieren. Ich glaube auch nicht an eine Entwertung des Geldes von über 100% in Europa. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Und am Ende werde ich noch mal versuchen, das einzuordnen, dann auch Bezug nehmend auf Zahlen. Hm. Ja? Also das Schreckensszenario ist praktisch argentinischer Pesos 50%. Ja? Mhm. Das ist das absolute Schreckensszenario. Mhm. Weil wir aber nicht Argentinien sind, ja, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so schlimm kommen. Da müsste schon sehr vieles schieflaufen. Ja. Interessant ist natürlich, dass seit Einführung des Euros, seit 2001, hat der Euro offiziell laut Statistischem Bundesamt 28,6% an Kaufkraft verloren. Ne? Das ist schon, ja gut, also seit Einführung. Seit Einführung, ja, genau. Ja. Das sind ja schon fast die 30%, von denen du gesprochen hast. Nee, also ich rede natürlich von jährlichen Zahlen. Jährlichen, genau, ja, genau. Jetzt, wenn man aber zum Beispiel mal einen Wertspeicher, einen Wertanker dagegen stellt, irgendwas, worauf wir uns vereinigen können oder einigen können, zum Beispiel gegenüber Gold, ne? Was ja jede Notenbank noch als Reservewährung oder als Reserve im Portfolio hat, gegenüber Gold hat zum Beispiel der Euro sogar über 90% an Kaufkraft verloren. Ja, ne? Also... Okay, also ich finde das nicht fair gegenüber Gold. Gold ist keine Währung und Gold schwankt im Preis sehr stark, sowohl nach oben als auch nach unten. Und in anderen Zeiträumen hätten wir jetzt auch einen Wertverlust des Goldes haben können. Das war jetzt Status quo aktuell, klar. Der faire Vergleich der Inflationsrate ist natürlich die verzinslichen Wertpapiere, die als sicher gelten. Also wenn wir über lange Zeit, wenn wir über lange Zeit negative Realzinsen haben, dann wird der Sparer enteignet. Und das sind Situationen, die wir eigentlich nicht wollen und die dann vielleicht durch irgendwelche Rettungsmaßnahmen und so manchmal auf uns zukommen. Mhm. Ist auch nicht ganz neu, gab es in der Geschichte auch schon. Aber das ist der faire Vergleich für eine Währung. Inflationsrate versus nominale Zinsen auf sicherer verzinsliche Wertpapiere. Mm-hmm. Gut, jetzt sind wir ja aber in einer neuen Zeitrechnung meiner Ansicht nach, weil wir sehen, seit 2016 haben wir historisch tiefe Zinsen in der Eurozone mit 0%. Wir sehen, dass auch, also dass die AAA-Staatsanleihen, vor allem die sicheren Staatsanleihen, negativ sogar verzinst sind. Für die 10-jährige Bundesanleihe, die die sicherste Anleihe der Welt wohl ist, sind wir bei minus 0,45%. Dahingehend, denke ich mal, haben wir jetzt so einen Paradigmenwechsel. Man muss ja irgendwie gucken, wie wird die Kaufkraft einem genommen. Also der Bürger hat ja Angst, dass man, also Deutsche vor allem, vor Inflation. Wobei in den letzten Jahren hatten wir ja eher deflationäre Tendenzen. Darüber wird man auch noch sprechen. Aber natürlich, wir sehen, die Immobilien werden immer teurer. Ne? Wenn ich jetzt eine Immobilie habe seit 10 Jahren, die hat sich im Preis verdoppelt, im Raum Frankfurt zum Beispiel. Ist meine Immobilie jetzt doppelt so groß geworden? Nein, ich kriege lediglich doppelt so viel Papiergeld jetzt auf den Tisch. Das heißt, die Kaufkraft des Geldes wurde immer weniger. Mir wurde die Kaufkraft von meinem Papiergeld eigentlich gestohlen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja. Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage und ich glaube, das verstehen die meisten Menschen auch nicht. Wir haben zwar alle tagtäglich mit Geld zu tun. Wir alle haben Geld im Portemonnaie, wir haben Geld auf dem Konto oder im Kopfkissen. Aber wie entsteht eigentlich Geld? Also wie kommt Geld sozusagen in die Welt? Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem du dich natürlich auch massiv auseinandergesetzt hast, durch deine Doktorarbeit, durch deine Studien, durch deine Research. Und wenn du das gerne mal kurz knackig herunterbrichst, natürlich verständlich, damit es auch alle verstehen, vor allem ich, ne, weil ich muss es auch verstehen. Und dann, denke ich mal, haben wir dann einen guten Eingang, um den Leuten zu sagen, okay, was kommt auf uns zu? Inflation, Hyperinflation, Deflation und so weiter. Genau. So, also der erste Teil der Frage, das machen wir alles später. Warum ist das eigentlich passiert mit diesen niedrigen Zinsen? Was wird damit bezweckt und so weiter? Erstmal müssen wir das Geldsystem verstehen und dazu eben diese Eingangsfrage. Also was ist dieses Geld? Vielleicht hole ich mal irgendwie einen Euroschein heraus. Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir so ein paar Folien vielleicht einblenden. Ja, machen wir. Ich habe hier eine schöne Darstellung, die eigentlich mal für so einen TED-Talk gedacht war, mit dem ich nicht antreten konnte. Und hier gibt es eine Gegenüberstellung zwischen der Wahrnehmung, die auch in der VWL eigentlich im Vordergrund steht häufig, und eben dem Eigentlichen, was bei diesem Geld entscheidend ist. Ja? Ja. Also wir benutzen diesen Geldschein erstmal, um irgendwas hin und her zu tauschen. Wir tauschen unsere Arbeitskraft und kaufen dafür dann später irgendwas ein. Und es kommt uns eigentlich vor, als wäre es ein Tauschmittel. Und auch in der volkswirtschaftlichen Theorie ist eigentlich dieser Geldschein hauptsächlich ein Tauschmittel. Ne? Ja. Es werden ja Güter gegen Güter getauscht und es gilt auch für die Faktormärkte. Und Geld ist irgendwie nur so zwischengeschaltet. Mhm. In Wirklichkeit ist aber dieser Geldschein entstanden durch eine Schuldverschreibung bei der Zentralbank. Und es steht nicht drauf auf diesem Geldschein, aber er hat im Grunde ein Fälligkeitsdatum.
Ja, jeder Geldschein wird emittiert über eine Schuld. Ja. Entweder die Notenbank gibt der Geschäftsbank einen Kredit, der ist dann in 2 Wochen fällig, ja, im Moment in 3 Jahren, da reden wir später drüber, oder sie kauft eine bereits bestehende Schuldverschreibung vom Markt auf. Ja, manchmal kauft sie auch noch zusätzlich nebenbei ein bisschen Gold, aber im Normalfall wird Geld nur emittiert gegen eine Schuld. Das heißt, das Geld ist gebunden, verbildlicht hier in dieser Darstellung, die wir jetzt hoffentlich einblenden, mit diesen roten Seilen. Das Geld ist eigentlich an den Emittenten gebunden. Ja? Und wir sehen dieses Fälligkeitsdatum, was hier draufsteht, nicht. Denn Geld ist nicht nur Kredit, Geld ist transferierbarer Kredit. Ja? Also wir als Angestellte werden damit bezahlt und so und wissen gar nicht, dass irgendjemand eigentlich diese Schulden aufgenommen hat und sie auch 2 Wochen, 4 Monate später oder wann auch immer wieder decken muss, zurückzahlen muss. Und dieses Geld zirkuliert, aber irgendjemand in unserer gesamten Wirtschaft, ja, was man sich so vorstellen kann wie eine Pyramide, eine Verschuldungspyramide. Und ganz oben sitzt die Zentralbank, die Geld auch nur gegen Schulden ausgibt. Ein Pyramidensystem. Naja, aber Pyramide, nein, aber nicht im negativen Sinne, sondern ja, einfach nur, Spaß. Also es gibt ja diese Multiplikatoren und so, die dann wirken. Ja, aber auch dort gibt es überall diese Schnüre. Ja? Mhm. Also es gibt immer Schuldverschreibungen, die dann in diesem Geld eben gesettelt werden. Okay, jetzt. Wir sehen das nicht und benutzen das und es kommt uns vor, als wäre es ein Tauschmittel. In Wirklichkeit ist es ein Schuldendeckungsmittel. Das Fälligkeitsdatum steht drauf. Ja? Und irgendjemand in der Gesamtgesellschaft braucht es immer, um es zurückzuzahlen. Und das gibt dem Geld einen Wert. Also, es gibt 2 große Vorstellungen, eigentlich 3 in der VWL, warum Geld etwas wert ist. Nummer 1, Tauschmittel akzeptiert, soziale Konvention. Vorbedingung, es muss knapp sein, Quantitätstheorie. Nummer 2, der Staat bestimmt es, erhebt die Steuern in diesem Geld, Chartalismus, Friedrich Knapp. Es ist ein vom Staat gesetztes Zahlungsmittel per Gesetz und Steuerkraft wird es von jedem akzeptiert, weil jeder es braucht. Und an allen Argumenten ist natürlich teilweise was dran. Nummer 3, was ich hier betonen will, was im Vordergrund steht von meiner Argumentation, das war die Standardsichtweise in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts in der VWL. Geld ist etwas wert, weil es eine geschuldete Summe ist. Ja? Und das muss immer zum Emittenten zurückgezahlt werden, sonst geht irgendjemand pleite. Und jetzt machen wir das Beispiel weiter. Also wir werden zwar bezahlt, aber die Unternehmerin, die die Schulden aufgenommen hat, für die ist Geld schon nicht mehr einfach nur Tauschmittel, sondern sie war an dieser Geldschöpfung beteiligt. Über eine Geschäftsbank, ja. Sie investiert diese Summe, uns zahlt sie die Löhne, sie kauft irgendwelche Produktionsmittel, um später, ja, nach ein paar Monaten vielleicht verkaufen zu können und dann ihre Schulden tilgen zu können. Also die Wirtschaft ist eigentlich immer eine Vorfinanzierung und aus dem Grunde haben wir eben unser Kreditgeldsystem. Schuldgeldsystem, ja. Unser Schuldgeldsystem. Und die Geldmenge ist aber nicht ungedeckt, sondern sie ist gedeckt durch die zukünftige Produktion dieser Unternehmerin. Mit vielen Zwischenstufen und Banken und so weiter. Ja? Aber trotzdem, im Grunde ist sie gedeckt. Und meine Behauptung ist eben, wenn diese Seile langsam reißen, ja, und die Zentralbank ist nicht mehr in der Lage, dieses Geld zu sterilisieren, dann sagen die Leute, naja, also dem Geld traue ich nicht mehr so ganz. Ich tausche es gegen ein anderes Geld. Es gibt Druck auf den Währungsmärkten und die Währung wertet ab. Und dann steigen die Preise, weil die in solchen Ländern mit Weichwährung die Verkäufer sagen, naja, ich will aber mehr von dieser wertlos gewordenen Währung haben. Aber der Weg ist über die Zentralbankbilanz, über die Angreifbar der Zentralbank. Und wenn wir die Zentralbank versuchen, mehr in den Fokus zu nehmen, ja, wie die Geldschöpfung eigentlich funktioniert und auch Geldvernichtung. Die Geldschöpfung bedeutet immer eine automatische Geldvernichtung im Nachhinein. Im Normalfall, es sei denn, die kaufen auch mal ein bisschen Gold oder so, aber im Normalfall wird das immer gegen Schulden emittiert. Das heißt, hier ist ein Fälligkeitsdatum drauf. Gut, also sehr interessant. Wie ist es denn mit Privatbanken? Können Privatbanken auch Geld schöpfen? Genau. Und Privatbanken schöpfen jetzt praktisch die erste Derivation, also von diesem Zentralbankgeld. Also nur das ist gesetzliches Zahlungsmittel und sonst nichts. Ja? Mit was zahlt man eigentlich, wenn man eine Überweisung tätigt? Beziehungsweise die EC-Karte. Ja? Das ist praktisch das liquideste Mittel nach dem Zentralbankgeld. Mit was zahle ich eigentlich? Ich zahle mit meiner Forderung, die ich habe gegen die Bank, ist eine Sichteinlage, also auf Sicht, ja, kann ich jederzeit zur Bank gehen und sagen, Zentralbankgeld her. Und diese Sichteinlage übertrage ich dem Verkäufer
Und seine Bank löst sie dann am nächsten Tag für ihn ein. Und weil er weiß, dass meine Bank zahlungsfähig sein wird, lässt er sich auf dieses Geschäft ein. Während einer Finanzkrise werden wir auf einmal merken, das ist gar kein Geld, dieses Giralgeld. Es ist nur eine Forderung auf Zentralbankgeld. Und dann sagt jeder, nee, nee, ich will aber Cash haben. Ich weiß gar nicht, was deine Volksbank da hat. Noch hat. Sehr wichtiger Punkt, das muss man noch mal verdeutlichen, glaube ich. Geld auf dem Konto, das gehört nicht mir als Kontoinhaber, es gehört der Bank. Ich habe der Bank lediglich einen sehr günstigen Kredit gegeben eigentlich, in der Hoffnung, dass die Bank mit einer Eigenkapitalquote zwischen 3, 5, 6, 7% auch wieder diesen Kredit an mich zurückzahlen kann. Ja, genau. Also die Zentralbank schöpft dieses Zentralbankgeld, aber die Märkte, die Finanzmärkte sind eben so, dass jetzt die Unternehmerin, die ich vorhin angesprochen habe, langfristig investieren will. Und sie findet aber nicht genügend. Wenn wir auch alle langfristig sparen wollten, dann könnten wir das über Anleihen machen und so und bräuchten nicht die Intermediäre, die Banken und die anderen, die da beteiligt sind, die Schattenbanken, sagen wir mal. Sondern wir brauchen für diese Fristentransformation, die Unternehmer wollen oder die Wirtschaft muss langfristig investieren und wir wollen aber liquide sein. Ja, unsere, entweder die paar Kröten, die wir da gespart haben, wollen wir auf dem Konto liegen haben. Oder meinetwegen, wenn eine größere Investition ansteht oder so, oder größere Ausgaben anstehen, also bei älteren Leuten findet man das häufig, dass die einen großen Teil ihres Vermögens liquide halten wollen, weil gesundheitlich was passieren könnte und so weiter. So, die Leute wollen liquide sein. Und die Banken gehen hin und lösen das Problem, sagen, ihr kriegt eure langfristigen Kredite, allerdings will ich 5%. Und der Mark kriegt auf seinem Konto eigentlich gar nichts. Im Grunde 1%, weil ich muss ja auch ein paar ATMs hinstellen und so weiter. Ja, also so ein bisschen Zins kriegst du. Im Moment nicht, aber das sind komische Zeiten. Und von diesem Zinsertrag lebt die Bank. Sie macht diese Fristentransformation. Sie löst das Problem der unterschiedlichen Präferenzen zwischen Sparern und eben der Wirtschaft, die investieren muss. Und sie geht dabei absichtlich das Liquiditätsrisiko ein. Ja? Sie schafft das Liquiditätsrisiko. Und damit gibt es immer ein Solvenzrisiko für die Bank. Aber du hast es angesprochen, sie kann das nur machen, weil sie ihr Eigenkapital riskiert. Also Banking ist hauptsächlich Fristentransformation, Liquiditäts- und Solvenzrisiko, Pleiterisiko schaffen. Damit steht man mit seinem Eigenkapital gerade. Und das ist dann eben wahrscheinlich viel zu gering und müsste in der Regulierung, weil nicht jeder diese Bank bewerten kann. Ja. Im Normalfall müsste ja der Sparer sagen, wenn die nichts hat und so, dann hebe ich mein Geld ab. Und dann würde ja alles funktionieren. Ja, also in einer Modigliani-Miller-Welt, wo alle informiert sind und so weiter. Und dann würden die Eigenkapitalgeber mehr fordern und das Fremdkapital weniger und so weiter. Aber diese Modelle sind natürlich grundsätzlich insofern naiv, dass die Leute nicht informiert sind. Deswegen gibt es die Regulierung. Deswegen machen wir die Sendung hier. Deswegen gibt es die Regulierung. Funktioniert die Regulierung perfekt? Auf keinen Fall. Das ist, glaube ich, jedem klar. Und das sind viele politische Interessen und so weiter. Ja, aber insgesamt ist das System an sich, die Bank schafft nicht Geld aus dem Nichts. Sie riskiert ihr Eigenkapital. Sie sorgt dafür, dass diese Lücke geschlossen wird. Ja, und geht diese Liquiditätsrisiken und damit auch die Bankrottrisiken absichtlich ein. Okay, also so entsteht Geld. Jetzt was natürlich wichtig ist, die Notenbank gibt natürlich Geld raus, bekommt ja aber auch Sicherheiten dafür. Genau. So, also jetzt vielleicht dann die zweite Einblendung. Sehr simplifizierte Notenbankbilanz. Wir können dann später zu einer etwas komplizierteren kommen. Mhm. Aber es geht eigentlich in dieser Sichtweise, die wie gesagt mal die Standardsichtweise in der VWL war, also ist jetzt nichts Mysteriöses, immer darum, dass die Geldmenge gedeckt und besichert ist. Und sie ist so lange gedeckt und besichert, solange diese Aktiva, die die Zentralbank erhält bei der Geldemission, einen gewissen Wert haben, sodass sie die Geldmenge auch wieder sterilisieren kann. Ja. Und wenn sie diese Potenz verliert, diese Absorptionspotenz oder Sterilisationspotenz, dann haben wir erst ein Problem. Vorher ist die Währung, und dann reden wir später über die Pleite. Welche Vermögenswerte das sind, ist eigentlich relativ egal, aber sie müssen verdammt sicher sein. Deswegen im Normalfall normale Zentralbankregeln, bevor der ganze Wahnsinn anfing in Europa, so kurz wie möglich. Ja? Also, worüber ich vorhin gesprochen habe, wir haben ja gesagt, die Geschäftsbank kann eigentlich immer pleite gehen, weil diese Kredite kommen nicht rein. Das ist ja nur eine Wette auf die Zukunft. Und sie macht diese Fristentransformation, da ist aber viel Risiko dabei. Ja? Weil die Anleger, die Sparer können immer sagen, Geld sofort her. Ja. Ja?
So, und dieses Risiko will normalerweise die Zentralbank auf keinen Fall eingehen und managt die Zinsstrukturkurve nur am kurzen Ende. Ja? Und dann dieser Anstieg, wo dann verdient wird im Finanzsektor, diese Fristentransformation, ja, sagen die, ja, das lassen wir die Geschäftsbank machen, das soll der Finanzsektor machen. Ja? Nicht nur die Geschäftsbank, sondern der ganze Finanzsektor. Mhm. Wir managen die kurze Kurve. Warum? Also den Zins, kurzfristigen Zins, ja, 2 Wochen oder sowas. Warum? Sicherer. Ja, ja? 2 Wochen ist immer bombensicher. Ja. Ist noch nicht genug. Sie sagen, zusätzlich wollen wir verdammt sichere Pfänder. Ja, also bevor das Ganze losging mit Griechenland, hatten wir ein Minimum-Rating für hinterlegte Pfänder von A-. Ja, das ist, wo stehen wir jetzt? Wir sind jetzt bei BBB- ausgesetzt. Junk. Nee, eins vor Junk. Ja. Fast Junk. Und wir kommen später darauf zu sprechen. Wie gesagt, ich bin kein Fan davon, dass die praktisch nur alte Fahrräder als Pfänder da annehmen und dass die Zentralbanken jetzt schon pleite sind. Sie sind noch nicht pleite. Die Zentralbankbilanz ist im Risiko, sie ist noch nicht pleite und wir können später über die Zahlen reden. Okay, also normale Zeiten kurzfristig, ja, oder halt eine Staatsanleihe kaufen, also einen bereits existierenden Schuldtitel, aber auch einen kurzfristigen, ja. Und vor allem nicht so viele Staatsanleihen, dass das einen Einfluss auf den Preis hat. Ja? Also wenn ich im liquiden Markt ein paar Staatsanleihen kaufe, ist das eigentlich egal. Es darf nur nicht die Mehrheit sein, ja? Pro Wertpapierkennnummer oder sowas. Ja? Normale Zentralbankregeln sind immer Nullrisiko. Mhm. Oder es gibt kein Nullrisiko bei Kredit, aber geringes. Sehr geringes Risiko. Und zusätzlich hat auch jede Zentralbank Eigenkapital, mit dem sie diese minimalen Verluste ausgleichen könnte. Ja, und dieses Eigenkapital, wenn es einmal aufgefüllt ist durch die Gewinne, und dann meldet man das eben auf ein Niveau, die der Situation entspricht. Und damit ist eigentlich die Währung nicht in Gefahr. Wie hoch ist die Eigenkapitalquote bei der EZB? Und die komme ich dann später drauf, die ist recht hoch. Tipp mal. Ich wusste sogar. Ich wusste wirklich. Ist es eher so eine Großbank oder eher so eine gute Sparkasse und Volksbank, die dann doch fast 10% Eigenkapital noch haben? Nee, ist schon mehr. Ich glaube, 2 Billionen. Ja gut, also wir haben ja jetzt Prozent. Also wir sind die Bilanzsumme, ich weiß nicht jetzt genau, aber zum Jahresabschluss waren wir bei 7.000 Milliarden. Und die Zentralbanken haben recht viel Eigenkapital, weil damals bei Bretton Woods diese hohen Goldbestände, die man da akkumuliert hat, über die Aufwertung des Goldpreises über die Jahrzehnte dazu geführt hat, dass praktisch so eine Art, die verbuchen das nicht unter Eigenkapital, sondern das ist so ein Umbuchungsposten auf der Passivseite. Aber dieses Revaluation Account, also diese Bewertungsgewinne des Goldes, ja, weil man die auf der Aktivseite zum historischen Wert hat, die sind doch so ungefähr bei 7% plus 2% normales Eigenkapital. Also das heißt, wir haben, obwohl die Bilanzsumme explodiert ist, 9% Eigenkapital, was gar nicht so wenig ist. Ja, ist gar nicht so wenig, ja. Aber jetzt sehen wir ja auch, dass die Notenbankbilanz der EZB sitzt schon wieder bei 8, ne? Sind wir schon bei 8 Billionen? Das kann jetzt, also ich habe die 7.000 waren jetzt von Jahresende. Jetzt ist, glaube ich, 8 Billionen, ja, okay. Ja. Nee, spannend, okay, also gut. Das heißt, die Notenbank hat auch immer Sicherheiten im Portfolio und ganz oben sind dann Staatsanleihen. Momentan bis zu BBB-. Ne? Was ist noch im... Nee, also bei einzelnen Staaten wurde das zumindest zwischenzeitlich sogar ausgesetzt. Ja? Also sowohl bei den Staatsanleihen als auch bei den Covered Bonds. Ja. Da ging es aber eigentlich eher darum, dass jetzt in Südeuropa viele Banken eben für die Kredite nicht mehr diese Pfände hatten. Also das war bei Pfandqualitäten. Ja. Bei den Staatsanleihen. Also sollen wir jetzt gleich über die Zahlen reden? Wie du magst, wir können weiter über die Sicherheiten reden. Was okay, dann noch? Schieben wir die historische Forschung hinten an. Also warum ich davon überzeugt bin, ja, dass das eigentlich die richtige Sichtweise ist, dass wir nur so über die Zentralbank reden können, indem wir uns wirklich die Bilanz ansehen, aber dann fair natürlich, und dass das hohe Inflationsrisiko in der Zentralbankbilanz ist. Ja? Also Inflation kann es aus allen möglichen Gründen geben, aber diese hohen Inflationsraten, die sind eigentlich immer in der Geschichte, und das habe ich versucht nachzuweisen, zumindest für die wichtigsten, für die Hyperinflation, Zentralbankinsolvenzen gewesen, und das kann man gerade für Deutschland aus sehr speziellen Gründen sehr, sehr gut nachweisen. Also gerade 1923 meinst du? Genau, 1923. Jetzt bleiben wir trotzdem kurz bei der EZB. Also, ungefähr, ja, die Hälfte, ja, mittlerweile eher so 60% der Aktiva, die das Ganze besichern. Ja, also vielleicht könnten wir auch die Bilanz, ich habe ja auch eine dabei, können wir einfach mal zeigen. Sind Staatsanleihen, die aufgekauft wurden. Ja, das sind jetzt aber nicht alles Krisenländer.
Ne? Also der Deal war ja, und das hat natürlich auch, dass man dem Bundesverfassungsgericht da Rechnung tragen wollte, zu tun. Der Deal war, dass wir Anteile kaufen. Ja? Die Bundesbank kauft nur deutsche Staatsanleihen, die Banca d'Italia italienische Staatsanleihen und so weiter. Bis zu 33%. Man kauft auch noch andere Anleihen, aber im Grunde, vereinfacht gesagt, sind die beiden großen Ankaufprogramme, sowohl das PSPP als auch das PEP-Programm, sind eigentlich, die Notenbanken kaufen ihre eigenen Staatsanleihen, aber dadurch gewichtet. Ja? Genau. Das SMP-Programm, was wir ganz am Anfang hatten, waren ja nur Krisenländer-Staatsanleihen. Ja, Griechenland, so. Italien. Warum sind die Summen im Moment so groß? Damit man ein paar Krisenländer-Staatsanleihen kauft, muss man aber in Relation die anderen Länder mitkaufen. Mhm. Deswegen sind die Summen im Moment so enorm. Ja, und Deutschland profitiert ja dann auch davon. Du hast die negativen Zinsen auf Zehnjährige angesprochen. Das ist eigentlich eine tolle Situation. Ich bin dafür, langfristig verschulden. Ohne Ende. Ohne Ende. Bildung und überall reinbuttern. Also Infrastruktur. So billig wird es nie wieder. Ja. Ja? Okay. Und die Welt ist anscheinend begierig, unsere Anleihen zu kaufen. Es sind nicht nur Deutsche, die da investieren. So, jetzt haben wir praktisch diese riesigen Summen, aber ungefähr 40% sind im Moment Krisenländer. Ja, Frankreich ist noch nicht dabei. So. Und das heißt, wir haben von 60% 40% Krisenländerstaatsanleihen. Und wenn die ausfallen, fallen die auch nicht komplett aus. Ja? Vor kurzem war, du kennst dich ja anscheinend in Argentinien aus, war ja wieder mit den Gläubigern die Verhandlungen kurz vorm Staatsbankrott gerade noch abgewendet. Mhm. Wo sind die gelandet? Bei 50%. Ja. Und das ist praktisch das Pleiteland schlechthin. Ich liebe Argentinien und deswegen tut mir leid, das zu sagen, dass das Pleiteland schlechthin ist. Aber trotzdem, es gibt eben diese Vorstellung, das ist alles nichts wert. Ja? Und häufig, wenn auf Probleme hingewiesen wird, auch von Autoren, ich kenne jetzt deinen Fall nicht, aber von die sich Sorgen machen, dann wird häufig zu schnell apokalyptisch über solche Zahlen gesprochen. Also 40% von 60% Krisenländer, die nicht komplett ausfallen. Ja. Wir erinnern uns, wir haben 9% auf der hohen Kante liegen. Und selbst wenn jetzt mal das Eigenkapital leicht negativ wird, bei minus 10%, dann sind wir noch lange weg von einer richtig angreifbaren Notenbank wie Argentinien. Mhm. Das heißt, die zweite Position vielleicht noch, die dazu, die ist im Grunde eigentlich auch fast schon wichtiger, sind ja die Kredite an die Geschäftsbanken. Und da muss man jetzt nicht die Summe sich angucken, sondern erstmal, welche Geschäftsbanken kriegen die und was sind die Konditionen. Ja. Ja? Und die Konditionen waren früher, als ich das Beispiel gemacht habe, mit diesen 2 Wochen, ja, gut besichert, Top-Fender. Und jetzt gibt es Geld über 3 Jahre, nicht mehr gut besichert. Mehr in praktisch in Südeuropa, mehr auch dadurch in den Krisenländern als in Nordeuropa. Ja? Also mehr italienische Banken haben da Kredit genommen und so weiter. Und insgesamt sind jetzt praktisch dann, sagen wir mal, die Hälfte der Zentralbankbilanz sind ein mehr oder weniger riskante Titel. Wir haben aber 10% Eigenkapital. Und wenn man riskante Titel hat, die vielleicht dann irgendwann auch mal ausfallen können teilweise, kann man immer noch in die andere Richtung gehen. Ja, also wir hatten das in Deutschland damals auch, als der erste Inflationsschub kam, 19, dann hatten wir bis Februar 2020, hatten wir im Vergleich zum Vorkriegsniveau schon einen Einbruch des Wechselkurses um 90%. Also es war nur noch ein Zehntel wert, das Geld, ja, und die Preise sind ähnlich gestiegen. Und danach gab es die Erzberger Reform und das wird erstmal wieder ein bisschen besser. Ja, das heißt, man kann eigentlich immer gegensteuern. Denn über Haushaltseinsparungen bzw. Steuererhöhungen kann man dieses Problem, dass die Anleihen nichts mehr wert sind und dann auch bei der EZB vielleicht irgendwann mal ausfallen könnten. Ich sage mal, bei der EZB ist es ja das Eurosystem. Ja. Ich glaube, das kann deinen Lesern, deinen Zuhörern das schon zumuten, dass wir hier das richtige Wort verwenden. Also die alle europäischen Zentralbanken, die den Euro haben, die nationalen Zentralbanken plus EZB, die geben ja die Geldmenge aus. Und deswegen, man kann auch da später noch gegensteuern. Ja? Also wir sind keineswegs verloren, aber die Risiken werden immer höher. Und wir müssen über diese Risiken auch genauso, wie ich das gerade versucht darzustellen, politisch diskutieren. Ja? Es hilft nichts. Also im Moment die Situation ist diese.
Es gibt praktisch die Warner, die dann immer argumentieren, ja Gott, diese riesen Geldmengen und die hat sie schon versechst und versiebenfacht und die wird bald auf den Gütermärkten dazu führen, ja, dass wir hohe Inflationsraten erleben. Und dann passiert aber nichts. Und dann sagen praktisch die Optimisten, nennen wir sie mal, ja, aber die daran wollen an das Vermögen der Zentralbank, an ihre Finanzierungsmöglichkeiten für alles Mögliche, Pandemie, ja, Klima, Staatsschulden, sonst was. Die sagen, ja, seht ihr, da passiert ja gar nichts. Das heißt, wir können hier noch weitermachen. Ja? Genau. Und wir müssen um jetzt, weil Sie haben ja recht in dem Moment auch. Ja? Im Moment ist ja diese quantitätstheoretische Vorstellung, dieses viele Geld und die wenigen Güter im Vergleich dazu und jetzt schon seit 10 Jahren und es passiert nichts, die delegitimiert ja diese ganzen Quantitätstheoretiker. Genau, ja. Und was ich hier erzähle, ist eigentlich nur, man kann dieses Gap schließen, ja? Indem man sagt, na ja, am Anfang, ja, vielleicht können wir, ich hatte für diesen TED-Talk noch eine schöne Darstellung. Am Anfang wirkt das ganz gut. Die Liquidität steigt. Ja, das ist praktisch die Passivseite der Notenbankbilanz. Die Aktivseite steigt aber mit. Und solange da nichts bricht, ja, wirkt das alles sehr stabil. Und es gibt eigentlich keine große Inflation. Es sei denn jetzt, irgendwie die Güter sind knapp und Holz ist knapp und so, dann gibt es mal ein bisschen was. Aber eigentlich erst mal nicht. Mhm. Aber die Risiken werden immer höher und wir müssen über diese Risiken diskutieren. Reden, ja. Und die beiden Seiten finden eigentlich nicht zusammen. Und das ist, was mich am meisten beunruhigt, dass eben diese Vorstellung von MMT und dergleichen, ja, also wir können hier mit der Notenbank alles Mögliche finanzieren, dass die nicht delegitimiert werden können, weil man den, die da schon lange sagen, mit der hohen Inflationsrate, das wird irgendwann auf die Güterpreise zuschlagen, jedes Mal, jedes Jahr, wo das nicht passiert, weniger glaubt. Mhm. Also ein Punkt, den ich jetzt gerne noch mal kurz unterstreichen möchte, ist die Quantitätstheorie. Weil normalerweise heißt es ja, ne, die Quantität. Ja. Habe ich Qualität gesagt? Ja. Das ist meine Sichtweise. Genau. Die Qualität vor Quantität. Ja. Das ist das Motto der EZB hoffentlich bald. Nein, Quantitätstheorie, da war ja die Vorstellung, wenn die Geldmenge steigt, dann gibt es automatisch auch Inflation. Jetzt wurdest du, aber auch ich, aber auch Hans-Werner Sinn eines Besseren belehrt. Nach der Finanzkrise 2008 haben die Notenbanken weltweit Geld ins System gepumpt wie noch nie zuvor. Man hat die Märkte mit Liquidität sozusagen überschüttet, um das abzupuffern. Und alle dachten, inklusive mir und du, genau, und auch andere Ökonomen. Ich nicht. Hast du nicht gedacht, dass eine Inflation kommt? Ich bin als Student, habe ich sehr viel rumgelesen und habe praktisch diese Theorie da für mich auswendig gemacht. Das sind ja alte, als die Zentralbanktheorie eigentlich Einzug gehalten hat, ja. Zu dieser Zeit, ja, Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, sowohl in England, aber auch in Deutschland, Adolf Wagner ist der Name dazu, die haben das in anderen Worten, wie ich das jetzt mache, aber es ging nur um diese Besicherung, Banking Theory, und es war praktisch klar, solange das gut besichert ist, ja, durch Wechsel damals, die diskontiert wurden und so weiter, Geld nicht im Übermaß ausgegeben werden. Und deswegen ist diese ganze Quantitätstheorie eigentlich für 50 Jahre tot gewesen. Ja? Dann kam das Buch von Wigzell. Und der schreibt eigentlich, ja, aber dieser Thomas Strug war das in England, der hat ja praktisch nur unsere Theorie zerstört. Jetzt haben wir gar keine Theorie mehr für das Preisniveau. Und danach ist diese Quantitätstheorie dann mit Fischer und so wieder populär geworden. Mhm. Aber das war für 50 Jahre weg. Und das stimmt, ja. Ich habe das mir praktisch damals, es gibt verschiedene Theoretiker, die es auch heute noch vertreten, ja. Und die sind allerdings, werden nicht gehört, sind wenige. Und ich bin halt so ein bisschen nerdig unterwegs gewesen im Studium und habe mir das angeeignet. Und mich hat eigentlich nichts gewundert. Aber kann ich, was du gesagt hast, mit der das noch mal gerne aufnehmen? Also es ist praktisch so, es gibt die Haupttheorien, ja. Das sind einmal diese Quantitätstheoretiker. Und die sagen, wenn die Geldmenge steigt und dann wird auch, weil ja dann ist ja mehr Geld da für weniger Güter und ja, die Leute kaufen das dann, Umlaufgeschwindigkeit bleibt gleich, die geben das aus im Supermarkt und dadurch steigen die Preise. Ja? So, versus Keynes, jetzt kommt die keynesianische Zeit, ja. Der hat geschrieben, diese konstante Umlaufgeschwindigkeit ist nur ein Name, der überhaupt nichts erklärt. Ja? In Wirklichkeit, wenn die Geldmenge steigt, kann es auch sein, dass, was die da auch immer unter Umlaufgeschwindigkeit verstehen, sinkt, sprich, dieses Geld wird gar nicht benutzt. Ja, um im gleichen Maße Güter einzukaufen. Und deswegen haben wir dann den Effekt nicht auf die Güterpreise direkt, weil dieses Geld ja gar nicht direkt für Güter benutzt wird, sondern nur über den Zins. Also Keynes sagt, wenn die Geldmenge steigt, ist Geld zwar weniger wert, aber nicht auf den Gütermärkten, sondern auf den Märkten für Geld, ja. Money Market. Der Zins sinkt,
Und jetzt haben wir einen kleinen Effekt, nicht einen großen Effekt auf die Preise, sondern nur einen kleinen Effekt, den man toleriert und den man eigentlich auch haben will, weil ja hauptsächlich über diese niedrigen Zinsen mehr investiert wird und weil jetzt in dieser Investitionsgüternachfrage dann mehr Jobs entstehen und so weiter und dann wird die Kapazitätsgrenze der Wirtschaft ein bisschen, irgendwann kommt die und dann gibt es auch einen kleinen Effekt auf die Preise. Der ist aber nicht dramatisch und der ist auch gewollt. Mhm. Das sind die beiden großen Theorien. Ja. Ja? Und wir haben dann irgendwann die Nullzinsen, so wie jetzt, dann sind wir in der Liquiditätsfalle, so argumentiert jetzt auch Sinn oder sowas. Und in dieser Liquiditätsfalle gilt dieser Effekt mehr Geld, dadurch weniger Zins und mehr Güternachfrage oder Konsumgüter, Investitionsgüternachfrage, höhere Preise, mehr Arbeit, mehr Economic Activity gilt nicht mehr, sondern jetzt versickert dieses zusätzlich geschaffene Geld in den Horten der Geldhalter. Wir haben vorhin über die Banken geredet und die legen es einfach da in den Tresor und machen damit gar nichts. Warum? Keine Opportunitätskosten der Geldhaltung, alle schwimmen im Geld. Es ist aber auch nicht mehr teuer, im Geld zu schwimmen, weil man verliert ja nicht den Zins. Ja? Mhm. Und deswegen sind wir jetzt an dieser Lower Bound, in dieser Liquiditätsfalle gefangen. Mhm. Und im Nachhinein, ja, hatten dann aber häufig, wie es jetzt in der Geschichte gelaufen ist, diese Quantitätstheoretiker recht. Und warum? Was ich denke, das hier ist passiert. Mhm. Der Damm der Zentralbank-Aktiva ist gebrochen. Und wir gucken vollkommen auf die falsche Größe, weil alle wie Verrückte auf die Konsumgüternachfrage gucken und was sich da tut. Und diese paar Prozent, kann man drüber reden, klar. Es kann ein paar Prozent Inflation geben, auch über solche Sachen wie Knappheiten von Gütern und dergleichen. Und zusätzlich alles in Mischform. Es kann natürlich sein, dass die Inflation entsteht anfangs, ja, über Knappheiten der Gütermärkte und Lieferketten und zusätzliche Nachfrage, Aufholeffekt, Corona und dann machen die Gewerkschaften Druck und so weiter. Ich sage trotzdem, die große Gefahr, ja, für hohe Inflationsraten findet sich trotzdem in der Zentralbankbilanz. Und im Nachhinein wird dann ja die Quantitätstheorie wieder gut aussehen. Und das ist mein Forschungsthema gewesen. Die Ökonomen haben praktisch diese brutal sinnvolle oder einfache, sagen wir mal, Vorstellung, viel Geld, dann ist Geld direkt weniger wert, die Güterpreise müssen teurer werden, weil wir ja nicht mehr, ja, Güter haben, bei den Hyperinflationen so gedeutet und haben den Umweg, den es hintenrum über die Zentralbankbilanz gab, gar nicht gesehen. Mhm. Ja. Und ja, den habe ich versucht, so diese dunkle Seite der Zentralbankbilanz, wo die Ökonomen nie reingucken. Ja. Ja, seit dem 19. Jahrhundert oder Ende des 19. Jahrhunderts sozusagen, habe ich versucht zu beleuchten. Und wenn man ihn beleuchtet, ja, dann findet man doch sehr, sehr starke Hinweise dafür, dass die großen Hyperinflationen in Wirklichkeit Zentralbankinsolvenzen waren und die Ausweitung der Geldmenge ist nur eine Begleiterscheinung von dieser Insolvenz, denn sie musste das Geld dem Staat schenken, ohne Sicherheiten zu kriegen. Genau, das, ja, war auch in Argentinien der Fall, da können wir gleich noch mal drüber reden. Ich würde gerne noch mal ganz kurz erklären den Leuten, weil natürlich jetzt, wie gesagt, nach 2008, nach der Finanzkrise, durch diese Liquiditätsschwemme, haben ja viele die Inflation erwartet. Und sie kam dann nicht, was wir jetzt gerade besprochen haben. Es kam sogar eher Deflation, also genau das Gegenteil. Ne? Also wir waren jetzt eigentlich seit 2008, hatten wir überall deflationäre Tendenzen gesehen. Die Geldmenge ist zwar stark gestiegen, aber die Geldumlaufgeschwindigkeit ist sogar auf ein historisches Tief gesunken, hast du gerade schon aufgezeigt. Also das Geld war nicht mehr sozusagen in der Wirtschaft. Ne? Also um die Geldumlaufgeschwindigkeit kurz zu erklären, wenn du mir jetzt die 50 Euro gibst, ne, ist die Geldumlaufgeschwindigkeit 1. Und ich behalte jetzt. Nein, Spaß beiseite. Ich gebe sie dir zurück, 2 und so weiter. Und wir haben einfach gesehen, jetzt in den letzten Jahren, Geldmenge weltweit gestiegen, aber die Geldumlaufgeschwindigkeit ist gesunken. Sprich Deflation, parallel noch andere deflationäre Entwicklungen und Parameter, die dazu beigetragen haben. Und jetzt sehen wir, und deswegen kommen dann auch die Verfechter von MMT, also MMT bedeutet Modern Monetary Theory, die gesagt haben, hey Leute, ihr habt alle keine Ahnung, Gelddrucken funktioniert, lasst uns Geld drucken wie noch nie. Ich, ja. Stephanie Kelton zum Beispiel, ja, in den USA, die sagt, hey, ihr hattet 2008 Unrecht, ihr werdet auch weiterhin Unrecht haben, wir können Geld drucken, es hat überhaupt gar keine Auswirkungen und damit können wir alles Finanzierungsbedingungen, Grundeinkommen, goldene Internetleitungen, jeder kriegt einen Tesla etc. Klingt mega geil, aber funktioniert das? Ja, also wie gesagt, ich glaube nicht. In dem Moment wird es nicht mehr funktionieren, wenn die Zentralbank praktisch ihrer finanziellen Stärke beraubt wird, weil sie es einem Staat geben muss, der das nicht zurückzahlt. Ja, genau. Sobald Schulden nicht bezahlt, wenn die Sicherheiten fehlen. Aber trotzdem vorher noch mal über diese Umlaufgeschwindigkeit. Also ich halte das damit Keynes, das ist eigentlich ein Konzept, welches nur verwirrt und uns nichts sagt.
diese Umlaufgeschwindigkeit, in Wirklichkeit bedeutet das ja mehr Geld, dann wird aber das Geld in gleichem Maße für Güter und Dienstleistungen ausgegeben, die ins BIP gehören. Ja, also für Konsum oder Investitionen, aber sagen wir mal Konsum im Supermarkt. Und das natürlich in so einer Situation, wo die Zentralbank eigentlich nur den Leuten oder auch den Banken, ja, das sind ja manchmal meistens gar nicht Privathaushalte, nur irgendwelche Vermögenswerte abkauft, ja, eine abstruse Annahme. Also wir stellen uns jemanden vor, der hat irgendwie 10.000 Euro Vermögen, 1.000 in Liquidität, ja, und 9.000 in Anleihen. So, jetzt geht die Zentralbank hin und kauft den 1.000 Euro Anleihen ab. Jetzt hat er 2.000 Liquidität und 8.000 in Anleihen. Ja? Und meistens sind das ja nicht mal Leute, die dann Konsum ausüben können, sondern das sind Großbanken. So, er ist genauso reich wie vorher. Ja? Es gibt überhaupt keinen Grund für ihn, jetzt in den Supermarkt zu rennen und doppelt so viel einzukaufen. Und aus dem Grunde ist das mit dieser Umlaufgeschwindigkeit eine komische Vorstellung in solchen Situationen, wenn die Zentralbank einfach Geld emittiert. Wenn man jetzt nur über die normale, wann fragt die Wirtschaft Geld nach bei der Zentralbank, ja, dann kommt da vielleicht ein einigermaßen stabiles Verhältnis raus, stimmt auch nicht. Aber in so einer Situation, wo die Zentralbank jetzt einfach Vermögenswerte aufkauft, keiner wird reicher, ja, nur die Zinsen sinken und dann haben wir die anderen Effekte vielleicht, über die wir gesprochen haben. Warum soll dann diese Umlaufgeschwindigkeit gleich bleiben? Und es ist ein unsägliches Konzept und ich, wie gesagt, also viel meiner Energie gebe ich ja auch dafür aus, dass wir praktisch von dieser Vorstellung mit, die Umlaufgeschwindigkeit ist ja nur das technische Maß dafür, aber von Geldmenge versus Gütermenge wegkommen, ja, sondern wir müssen hin zu Geldmenge versus diese Geldmenge besichernden Aktiva in der Notenbankbilanz. Solange das gegeben ist, ist die Währung stabil. Und nee, du, Anschlussfrage? Ja. Okay, also wir hatten ja vorhin über die, ich würde es noch mal gern metaphorisch machen, wir hatten über die Besicherung des Euro gesprochen. Da habe ich gesagt, ist noch gar nicht so schlimm. Ja? Ich mache es noch mal metaphorisch, damit man noch mal den Argentinien-Unterschied sieht und damit zumindest diese tausenden Prozent, habe ich irgendwo gehört, die da vermutet werden von vielen und so weiter, dass wir tausende Prozent Inflation kriegen können und so weiter. Das ist meiner Meinung nach nicht in Sicht. Ich mache es noch mal, das war eigentlich auch für diesen TED-Talk, den ich leider nicht wahrnehmen konnte, mit der Euronote. Also vor 10 Jahren stand auf dem Euro drauf, ja, soll ich das? Da steht ja ein Fälligkeitsdatum drauf, metaphorisch. Und ich werde jetzt kurz vorlesen, was da drauf steht. Ich hoffe, ich kriege das aus meinem Kopf, die englische Übersetzung jetzt so hin. Stand drauf, fällig in 2 Wochen. Ja? Bedenken Sie, dass Sie erstklassige Sicherheiten hinterlegt haben, die wir sofort einbehalten bei Zahlungsverzug. Ja? Und wer waren die Schuldner? Die Geschäftsbanken. Relativ solvente Geschäftsbanken, 2 Wochen gute Sicherheiten. Wenn du 1 Minute zu spät zahlst, sind die Sicherheiten weg. Ja. Ja? Was steht heute auf dem Euro drauf? Madame Lagarde. Fällig, ja, unterschrieben natürlich, fällig in 3 Jahren. Wer sind die Schuldner? Die Staaten. Indirekt, man hat es auf dem Sekundärmarkt gekauft, noch nicht direkt, aber trotzdem indirekt die Staaten. Fällig in 3 Jahren. Bedenken Sie, diese Note wurde in einem speziellen Rettungsankaufprogramm emittiert, welches wir eigentlich nicht planen zu verlängern. Ja? Bitte sorgen Sie dafür oder rechnen Sie nicht damit, dass Sie diesen Teil Ihrer Staatsschuld bei uns umschulden können. Wir werden das Programm ablaufen lassen und es ist kein neues geplant. Und auch wenn wir das vorher schon ein paar Mal gesagt haben, diesmal meinen wir es ernst. Absolut. Ja? Führen Sie sofort Sparmaßnahmen durch, ja, im Haushalt, sprich zu den Staaten. Ja. Sorgen Sie da, oder erhöhen Sie die Steuern oder sowas, um private Investoren für diesen Teil der Staatsschuld anzulocken. Denn die Notenbank kann Ihnen nicht mehr helfen. Wir sind selbst an der Belastungsgrenze mit unserem Eigenkapital. Davon habe ich geredet. Wir kommen jetzt so langsam an die Grenze. Ja? Wo ist die Grenze? Wir können Ihnen... Ja, das weiß man eben nicht so genau, weil das Finanzmärkte sind. Ich weiß nicht, wann die italienischen Bonds nichts mehr wert sind. Noch sind sie was wert. Und nicht nur, weil die Zentralbank kauft, auch weil die Zentralbank kauft. Aber sie kauft noch nicht alle. Wenn sie alle kauft, dann können wir sagen, okay, das hat keinen Wert, diese Anleihe. Ja, aber das ist ja noch nicht so. Also die Mehrheit wird noch von privaten Investoren gehalten. Und es ist übrigens auch noch so, dass die privaten Investoren sich nicht hundertprozentig sicher sein können. Ja, also die Zentralbanken kaufen es auf dem Sekundärmarkt. Und erstmal muss es ein privater Investor dem italienischen Staat abkaufen, wenn der Bonds emittiert. Und wir wissen von Griechenland und so weiter, dass
immer möglich ist. Ja? Nur zu minimalen Preisen. Die haben doch ein Drittel in Griechenland. Ja? Mein zweiter. Im Moment ist es noch möglich. Und es ist nicht so, dass dieser Investor sich hundertprozentig sicher sein kann, dass die Notenbank das aufkauft. Denn zumindest, ich rede jetzt von dem alten Programm, von dem PSPP, das war auf ein Drittel begrenzt pro Wertpapierkennnummer. Ich kann mir nicht sicher sein, dass die alles kaufen. Ja, natürlich können die das ändern und so weiter, aber so ganz sicher ist es nicht. Ja? Und deswegen gibt es ja auch verschiedene Zinsen. Also es ist, wir haben zwar die Zinsen viel zu stark eingeengt, die, alle zahlen ähnliche Zinsen, aber es ist ja nicht so, dass man sagt, die EZB kann immer für alles und so, das glauben die Investoren noch nicht. Okay, ich mach in der metaphorisch weiter. Ja. Ja? Wir machen das nicht nochmal. Unsere Eigenkapitalgrenze ist langsam, oder unser Eigenkapital ist eigentlich bis zum Maximum belastet. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Nachsatz. Und das Verfassungsgericht, das Deutsche, sitzt uns übrigens im Nacken. Ja, die haben nämlich auf dieses eine Drittel da zum Beispiel bestanden. Und bei dem PEP-Programm sind ja auch Verfahren anhängig und so weiter. Und vieles kommt eben erst zu einer Entscheidung, wenn dann auch der politische Wille da ist. Also sagen wir mal, wir kriegen jetzt ein bisschen Inflation. Ich bin mir nicht sicher, dass die EZB für immer machen kann, was sie will, sondern sie weiß, es gibt auf jeden Fall dieses Verfassungsgericht, was sich nicht mit allem einfach immer zufrieden geben wird. Das haben die schon mehrmals angedeutet. Und aus dem Grunde, weil es die Ansprache an den Regierungschef eines Landes, guckt, dass ihr Reformen macht und privat umschuldet. Und in diesem Zwist sind wir in Europa. Es gibt Kräfte, die das in die eine Richtung lenken wollen, in die andere. Da geht es um Stimmrechte, es wird auch viel, da ist viel Politik im Hintergrund. Ja. Und meiner Meinung nach können wir das nur verstehen, auch die Risiken, die für Deutschland im Hintergrund stehen, wenn wir die Zentralbankbilanz uns genau angucken und wenn wir auch dann diese roten Fäden, von denen ich geredet habe, die es überall im Finanzsektor gibt, die gibt es jetzt auch noch zwischen den nationalen Zentralbanken, also Schulden und Forderungen. Und Target das sind die Targetsalden. Mhm. Und da reden wir auch gleich drüber. Ja. Genau. Und wenn wir diese Größe, also aus dem Grunde habe ich diese ganze Forschung eigentlich betrieben, damit wir politisch richtig über diese Targetsalden sprechen können. Was passiert, wenn die ausfallen? Müssen wir die Bundesbank direkt rekapitalisieren? So argumentiere ich, weil ich sage, dieser Geldschein ist nur was wert, solange die Schulden bezahlt werden. Wenn die Schulden nicht mehr bezahlt werden, ist er nichts wert. Und das gilt auch für die Bundesbank. Und egal, ob Deutschland ein wirtschaftlich starkes Land ist, welches viel exportiert und einen großen Leistungsbilanzüberschuss hat, wenn die Bundesbank die Hälfte ihrer Vermögenswerte verliert, dann wird die neue deutsche Mark nicht aufwerten, ja, gegenüber dem Schilling. Die Österreicher haben so ein Problem nicht, sondern sie, also vielleicht gegenüber der Lira oder so, aber nicht gegenüber dem Schilling, sondern abwerten. Abwerten, ja. Und wir müssen die Bundesbank rekapitalisieren und zwar sofort. Ja? Und was ich praktisch versuche, und das, ich glaube, es wird immer ein bisschen besser, dass ich dann jetzt die Hauptredensführer, denen mehr zugehört wird als mir, davon versuche zu überzeugen, halt hauptsächlich eben, der für mich auch der letzte große Nationalökonom in Deutschland ist. Also jemand, an dem ich mich immer sehr stark orientiert habe, eben Hans-Werner Sinn. Mhm. Und das ist jetzt bei berühmten Leuten immer schwierig, dass man, die haben keine Zeit, weil die, jeder von denen was will. Aber ich habe ihn dazu gekriegt, habe lange was über Target geschrieben, ja, was er da vielleicht ein bisschen verwechselt hat und durcheinander gebracht hat. Und das hat ihn dann doch sehr interessiert. Und dadurch hat er auch meine andere Forschung gelesen. Und in der letzten Korrespondenz hieß es, ich hätte ihn noch nicht ganz überzeugt, aber wir kommen diesem, sie muss direkt rekapitalisiert werden. Und dann haben wir eine Politikgröße, die verstanden wird in der Öffentlichkeit. Das ist im Moment so was Abstraktes, diese Targetsalden. Man weiß, es ist viel, fast drei, die Steuern, die Bundessteuern von 3 Jahren. Und wenn das ausfällt, haben wir ein Problem. Aber was dann genau passiert, weiß man nicht, weil bisher selbst praktisch die größten Kritiker gesagt haben, naja, die Bundesbank kann auch erstmal da einfach irgendwas reinschreiben und das ist jetzt, man muss die nicht direkt rekapitalisieren. Ich sage, wir müssen sofort, ja, Kapital beschaffen, also Deutschland muss sich neu verschulden, ja, vielleicht muss man auch irgendwelche Sondermaßnahmen nehmen. Wir müssen noch mal kurz die Summen nennen. Also momentan stehen in den Target 2-Salen, also die Forderungen, die die Deutsche Bundesbank an andere Notenbanken der Eurozone hat, sind bei 1,079 Billionen Euro. Das ist schon eine stattliche Summe. Genau. Ja, das heißt, wenn wir die neu ausstatten müssten mit Kapital,
würde das bedeuten, der deutsche Staat müsste dann für die gleiche Summe praktisch Geld am Kapitalmarkt aufnehmen, was jetzt gar kein Problem wäre, wäre sogar noch ein gutes Geschäft. Ja, ich würde sogar sagen, nehmt gleich 10 Billionen auf, ja, macht's jetzt und baut goldene Straßen und goldene Internetleitungen oder baut Schulen. Die Frage ist natürlich, wenn es zu dem, ja, zu dem Zerbruch kommt, zu dem Zerschneiden des roten Fadens kommt, wenn der Euro vielleicht auseinanderkrachen sollte oder wenn ein Land aus der Eurozone ausscheren sollte und Target 2 tatsächlich fällig wird, ob dann die Bundesrepublik überhaupt noch am Kapitalmarkt Geld bekommt, weil das würde meiner Ansicht mit großen Verwerfungen einhergehen. Zudem möchte ich noch kurz eine Sache ergänzen, weil wir gesagt haben, die EZB darf ja nur ein Drittel der Staatsanleihen kaufen über das PSPP-Programm. Das stimmt, aber man hat eine Art Taschenspielertrick verwendet mit dem PEP-Programm, nämlich die Staatsanleihen, die über dieses PEP-Programm, also Pandemic Emergency Purchase Program, also es war praktisch ein Corona-Aufkaufprogramm, die über dieses Programm gekauft werden. Die Direktorin Isabel Schnabel, eine Deutsche, ist dafür zuständig. Die zählen nicht. Die übrigens eine Top-Vorlesung, bei der ich mal eine Top-Vorlesung besucht habe. Du stellst mir Kontakt her, ich will sie einladen. Nee, aber reden. Ist es wirklich, also ja, sie hat gut, eine Top-Vorlesung gemacht. Die ist gut, die ist gut. Ich, deswegen will ich mit ihr ja sprechen, damit sie die, die EZB-Politik transparent uns erklärt, damit wir wissen, wofür wir hier haften und zahlen, wohin die Reise geht und was die Lösung ist vor allem. Genau, und jetzt ist es aber halt so, dass halt manche Staatsanleihen schon deutlich über den 33% sind. Und wie du schon gesagt hast, Bundesverfassungsgericht sitzt der Deutschen Bundesbank im Nacken, aber auch da hat man eine Lösung gefunden. Also die Deutsche Bundesbank hat sich mit der Politik zusammengetan, hat gesagt, ach, so schlimm ist es ja gar nicht. Auch da wird, finde ich, ein kleiner eine Blendgranate. Okay, es wird einen Kuhhandel geben. Ja, ja, genau. Da sind wir uns einig. Wie der genau ausfällt, in welche Richtung wir votieren. Ich habe gesagt, es kann viel passieren, wenn erstmal eine Inflation im Lande ist, dann wird sich auch die politische Meinung hier in Deutschland vielleicht ändern und so weiter, was dann auch wieder sowohl dem Verfassungsgericht als auch der Bundesbank im Nacken sitzt. Ja. Und es kann viel passieren. Die Hauptbruchstelle ist dann, und dann reden wir gleich drüber, dass vielleicht Italien, weil Italien seine Schulden nicht zahlen kann und man ihnen praktisch jetzt diese Rettung Italiens über die Notenbank nicht erlaubt sozusagen, austritt und damit ist der größte indirekte Gläubiger der Italiens, das ist die Bundesbank, über die Tagezahlen, die haftet dann natürlich mit. Also wenn ein Staat bankrott geht, dann gibt es ein Moratorium, wird über die Schulden verhandelt und dann ist natürlich alle Gläubiger, vor allem wenn es staatliche sind, die kann man ja auch leichter die kann man besser verhandeln sozusagen, mit weniger Verwerfungen vielleicht, die sind dann natürlich beteiligt. Ja? Trotzdem, ich hatte vorhin noch was vergessen, danach komme ich wieder darauf zurück, was aber auch noch dazu passt, nochmal um das Ganze wieder einzuordnen. Ja. Also, was steht jetzt, Euro haben wir gesagt, was steht auf dem Peso drauf? Ja? Auf dem argentinischen Peso, ja, ja. Soll ich vorlesen? Ja, bitte. Ja? Steht drauf, muy buen día. Buen día. Esta nota es a su libre disposición. Mhm. Ja? Also Sie können damit machen, was Sie wollen. Der Finanzminister guckt, hat das praktisch das Geld gekriegt von der Zentralbank. Ja. Ich übertreibe, stimmt jetzt auch nicht 100%, nicht alles, aber doch, er wurde direkt finanziert. Und er kann mit der Note machen, was er wollen. Und die Zentralbank schreibt noch dazu, wir haben zwar eine Forderung verbucht bei uns, ja, in der Bilanz, aber eigentlich nur als, Memo Value, also als Erinnerungswert, ja? Also im Grunde, du brauchst nicht zu zahlen, alles gut, so. Und dahin ist es noch ein sehr weiter Weg, jetzt wieder zur Einordnung. Trotzdem, Tage 2, wenn wir eine richtig stabile Währung haben wollen, also die neue deutsche Mark soll bombenfest sein, so wie der neue Schilling sein wird, weil bei den Österreichern bricht eben nichts weg, dann ist Tage 2 ein Problem, Italien geht raus. Warum? Italien kann die Staatsschuld nicht mehr finanzieren. Ja, also die ist ja auch so. Das ist ja nicht so, dass man jetzt denen das vorwerfen kann und so weiter, sondern im Moment ist praktisch die haben ihre Leute gewählt, die das versucht haben oder auch nicht gewählt, wie den Monti, der eingesetzt wurde. Draghi wurde auch eingesetzt. Im Grunde und niemand hat es bisher geschafft, praktisch diese Sparmaßnahmen, von denen ich geredet habe, die ja auch hart sind. Ne? Man muss mit Preisen und Löhnen runter, im Haushalt sparen, ist alles eine schwierige Sache. Italien geht pleite. Die italienischen Anleihen fallen im Wert. Jetzt sagen wir mal, die Zentralbank, wenn sie es aufkauft, Eurosystem, kommt langsam in die Gefahr, dass man dann inflationäre Tendenzen hat, weil wir angreifbar werden. Ist der ganze Euro eine Weichwährung? Nicht so schlimm wie Argentinien. Ich habe gerade die Relation dargestellt. Aber es geht in die Tendenz. Ja, da haben wir so eine halbe Lira praktisch. Ja. Und das wollten wir ja nicht. Also das war ja praktisch das Wichtigste für uns vom Norden aus dem Maastricht-Kriterien, dass wir nicht die Lira und den Escudo kriegen, sondern dass wir die D-Mark behalten.
dann haben wir eine halbe Lira. Oder kann auch sein, der Bundesverfassungsgericht sagt, liebe Bundesbank, du darfst da gar nicht mitmachen. Ja? Dann geht Italien raus. Und dann ist die italienische Zentralbank pleite, weil die gleiche Position der Target-Schuld in Italien, so zwischen 400 und 500 Milliarden, ist praktisch bei der Zentralbank die Forderung gegen den italienischen Staat. Die sagen, wir können nicht zahlen, unsere Zentralbank auch nicht. Italienische Zentralbank pleite, italienische Zentralbank sagt dem Eurosystem, ja, wir können hier unsere Target-Schulden nicht bezahlen, wir gehen raus, ja, wir zahlen aber später und eigentlich nur die Hälfte in der neuen Lira und ohne Zinsen. Ja. Normales Moratorium, normale Verhandlungen mit den Gläubigern. Ja. Und dann sagt kriegt die Bundesbank, wenn jetzt auch noch Spanien rausgehen würde und so weiter, in diese, ist ja nicht ausgeschlossen, dass sich dann andere, die da auch Probleme haben, sich anschließen, dass dann, also wird nicht alles ausfallen von dieser Target-Forderung. Die werden schon aber was zahlen. 50-70%, schätze ich. Wer weiß. Ja, ich glaube, das kann man nicht so richtig einschätzen. Die werden schon was zahlen, aber verzögert, Zinsstundung, wie es halt üblich ist. Ja? Also wie es auch bei der Griechenland-Rettung war. Richtig. Und dann müssen wir uns darüber Gedanken machen, was dann passiert. Ja? Wie wollen wir das finanzieren, diese Tagezahlen? Und man muss es der Öffentlichkeit auch sagen. Ja? Sonst kann man darüber nicht reden. Das kann kein Politiker machen, Ingo. Also bist du der Politiker nicht, aber... Der Bundesbankchef. Nein, aber wenn jetzt praktisch... Also ich will ja praktisch nur, dass jetzt die Ökonomen das formulieren. Und wenn jetzt in Zukunft, und ich glaube, so wird es sein, Hans-Werner Sinn jetzt sagt, nee, die Bundesbank muss direkt rekapitalisiert werden. Ja, wir müssen direkt die Verschuldung erhöhen. Und wenn wir dann nicht genügend, du hast es angesprochen, Schulden emittieren können in so einer Krise, ja. Dass wir dann vielleicht auch nicht nur Steuer erhöhen, sondern vielleicht auch mal direkt irgendwas, Typ Zwangshypothek oder so. Klingt schlimm, aber es hat Sachen schon häufiger gegeben. Ja, ja und genau, und ich will nur, dass wir darüber reden. Ja? Und das ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, sondern ich sehe immer mehr, dass wir uns dem Ganzen nähern. Mhm. Ja. Weil vorher, es fällt aus und es passiert erst mal nichts, ist ja eine... Es ist utopisch, das ist ja völlig naiv. Es ist also, völlig naiv, aber es ist eben praktisch, es ist so nicht greifbar, ja, mit dieser direkten Zwangsrekapitalisierung. Ansonsten wird die neue Mark schwach. Also das Hauptproblem ist, dass viele denken, wenn wir im Euro bleiben, kann es Inflationsprobleme geben. Aber wenn man der Euro auseinanderbricht und wir bleiben bei der Mark, naja, die Mark muss ja stark werden. Sie wird nur stark, wenn die Bundesbank stark ist. Und dafür muss man den Forderungsverlust der Bundesbank, über 1.000 Milliarden, das sind dreimal die Steuern des Bundes, fast, ja, eines Jahres, also 3 Jahre Steuern des Bundes. Ja, wir müssen jetzt 3 Jahre kein Militär bezahlen, kein sonst nichts. Keine Infrastruktur und so weiter, hätten wir das gespart. Ja? Ja. Wenn davon nur ein Drittel ausfällt, haben wir ein Problem. Haben wir ein richtiges Problem. Ein Jahr ist weg. Bis wann siehst du dieses Szenario? Was würdest du sagen, so, wann wird Italien austreten oder Spanien oder wann ist der Euro am Ende? Das sind alles politische Sachen. Ich glaube, man kann die nicht abschätzen, aber wir können die Risiken abschätzen, die sich dann ergeben. Falls. Genau. Ja. Falls. So, und aber Wahrscheinlichkeit, wie viel Wahrscheinlichkeit gibst du diesem Szenario, dass es passiert? Also ich glaube, wenn, gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, dass ein kleines nordeuropäisches Land austritt. Wenn erstmal die Probleme offenkundig sind, bisschen Inflation, die am Anfang kommen kann über Güterknappheit. Haben wir jetzt schon Inflation? Wir haben jetzt 2,3% gehabt. Ja, das ist schon recht viel, finde ich. Ja. Also das mit, ist die transitory, also ist die nur... Ja, temporär? Oder? Das lässt sich schwer sagen. Also, und das sind alles Mischformen. Also natürlich kann das so sein, dass wir praktisch in dieses Weichwährungsproblem, von dem ich rede, die Zentralbanken können eigentlich den Wechselkurs nicht mehr verteidigen, dass wir da so reinschlittern über eine normale Inflation, die dann eher diese Cost-Push-Demand-Pull-Argumente hat, also Gewerkschaften und Knappheit und was auch immer. Ja. Trotzdem, das zusätzliche Risiko weiter abzurutschen in höhere Inflationsraten, weil man die Notenbank überfordert, jetzt können wir wieder an Argentinien denken, die sind auch so ein bisschen reingeschlittert, das existiert zusätzlich immer. Das heißt, wir müssen immer auf die Zentralbankbilanz gucken, egal was es für andere Inflationstendenzen gibt. Aber wenn die Inflation erstmal da ist, und das ist schon sehr viel, weil ja die Zinsen bei Null sind. Also der faire Vergleich für die Währung ist ja immer, gibt es eine reale Verzinsung? Werden die Sparer enteignet, ja oder nein? Und sie werden jetzt schon eine relativ lange Zeit enteignet. Dann kann man sagen, na gut, andererseits sind ja die Immobilienpreise gestiegen. Okay, nee, das sind natürlich Verwerfungen, die so nicht fair sind. Das ist einfach nicht fair. Ja, die Leute, die da Aktien und Immobilien haben. Automatisch reicher geworden. Also ich denke auch, dass das ganz große Problem der Inflation, und da müssen wir nicht
lange drüber reden. Also das ist wirklich die Armen, die mit ihrem kleinen Sparer werden enteignet, weil die Armen, die Mittelschicht. Die, Cantillon-Effekt. Ja, 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 ja. So, aber was soll ich eigentlich sagen jetzt? Ja, jetzt habe ich mich rausgebracht. Jetzt hast du dich um Garage geredet. Nein, Garage geredet. Ja. Das, ich habe dich gefragt bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass dieses Szenario passiert. Und dann hast du angefangen. Ja, 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 dann habe ich lange über die. Ja. Also ich bin da irgendwie. Das sind ja politische Sachen. Was da in Italien, welche Partei, wann kommt die Lega in die Regierung? Das ist alles. Das kann man nicht so genau vorhersagen. Siehst du auf diesem Weg? Also ich meine, es gibt noch verschiedene Möglichkeiten. Du gehst ja davon aus, dass die EZB immer näher an ihr Limit kommt, ne? Wie vor 5 Jahren zum Beispiel. Jetzt denke ich mal, sie hat noch einige Möglichkeiten. Ich denke mal, der digitale Euro ist eine dieser Möglichkeiten, als auch vielleicht die Bargeldbegrenzung, Bargeldobergrenze, als auch die Implementierung von Negativzinsen, Minuszinsen, um noch mal ein bisschen Zeit sich zu erkaufen. Also es ist generell ein Spiel auf Zeit. Was ist dein Szenario? Also werden wir Minuszinsen sehen? Glaubst du, dass das kommen wird mit der Bargeldbegrenzung und mit einem digitalen Euro? Und was erwartest du, was dein Szenario ist für den Euro, für die EZB, was uns erwarten wird? Werden wir, weil du schon öfters jetzt die neue deutsche D-Mark erwähnt hast, werden wir denn souveräne Währungen haben? Also wieder Lira, Peso, Franc und so weiter? Also wie gesagt, es sind politische Entscheidungen und da kann man irgendwie so eine richtige Prognose nicht machen. Trotzdem, also mit diesen Negativzinsen, ich will mir das vielleicht gar nicht so genau vorstellen, dass wir jetzt praktisch nur noch den digitalen Euro haben, bis auf so ein kleines bisschen Einzelhandel. Und dass man dadurch, warum ist dieser Geldschein gelebte Freiheit, es gibt keine negativen Zinsen drauf, das wäre eine neue Art von einer Art Inflationssteuer. Ja, also die können Repression, einfach das... Genau, Repression, ja. Und da hätte man natürlich dann einen größeren Hebel. Also wir haben ja Enteignung der Kleinsparer im Moment schon, allerdings in kleinen Schritten. Und man könnte durch diese Negativzinsen das Ganze natürlich stark erhöhen. Aber ich glaube da eigentlich nicht so wirklich dran, dass das bald kommen kann und so. Und es ist auch nicht, es wäre auch, glaube ich, dann in anderen, wenn es nicht absolut durchgesetzt wird, dann ist auch nicht der große Gamechanger. Der große Gamechanger ist, über das, was ich gesprochen habe, die Haushaltssanierung, ja, die ist ja möglich. Also Italien ist ja reich auch. Ne? Es ist ja nicht so, dass es überhaupt nicht geht, dass man Einsparungen dort macht im Haushalt und die Steuern erhöht. Ja, aber es wird diesen Kuhhandel geben in irgendeiner Form. Und also das ist ja auch nicht so, dass die Deutschen ohne Verhandlungsposition sind. Ja? Sie haben dieses Target-Problem, die Summe, die im Feuer steht, ja. Aber also wir haben auch über unsere wirtschaftliche und politische Macht und eben auch über die also wir geben ja Kredit. Es wird auch darauf hinauslaufen, dass wir in irgendeiner Form Kredit geben werden. Aber da gibt es eben auch Verhandlungsmacht und es wird irgendeine eine Lösung geben. Oder der Euro bricht zusammen und es gibt die Lösung eben nicht, mit der auch Deutschland klarkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in Deutschland lange dann so eine Art Mix zwischen D-Mark und Lira haben werden. Sorry, ich spreche jetzt die ganze Zeit über Italien, also Escudo und so weiter. Portugal, ja. Egal was. Ist ja auch kein Vorwurf, es sind einfach andere Wirtschaftsräume, ja, die mit Inflation auch nicht so große Probleme haben wie die Deutschen. Bei uns ist das ja in der DNA seit den 20er Jahren dann da fest verankert. Und die negativen Erfahrungen damit. Und ja, also diese beiden Szenarien. Entweder wir kriegen es irgendwie einigermaßen hin, das ist nicht ausgeschlossen. Auch wenn es zwischendurch mal höhere Inflationsraten geben kann. Aber dass wir die langfristig immer haben in Deutschland, kann ich mir nicht vorstellen. Oder wir kriegen es eben nicht hin und dann wird es zu den Austritten führen und dann werden diese Target-Schulden verhandelt werden. Es ist eine Verhandlung. Es ist nicht so, dass die Italiener sagen, wir zahlen gar nichts. Ja, ja gut. Sondern Um das europäische Haus zu schützen, möchte man sich mit den Nachbarn natürlich auch gut stellen. Aber eine Frage, die ich dahingehend habe, ich meine, wenn du dich mit Hyperinflation, Staatsbankrotten auseinandergesetzt hast, also Währungsunion zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften haben ja de facto nie funktioniert. Es war ja von Anfang an klar, dass schwache Volkswirtschaften wie Griechenland, Portugal, Italien, Spanien, Griechenland und so weiter niemals sozusagen mit starken Volkswirtschaften wie Niederlande, Deutschland, Österreich irgendwie in einer Währung, in einem Währungskorsett, einem Zinskorsett zusammenarbeiten können. Die brauchen atmende Zinsen eigentlich, so wie in den USA mit den regionalen Notenbanken, dass man den Zins individuell anpasst, weil für Griechenland, für Italien war der Euro jahrelang einfach viel zu günstig. Die hatten schöne
Jahre auf Pump. Ne? Der Zins war zu günstig, man konnte sich anhand der Bonität von Deutschland günstig weltweit verschulden, hat man ja auch gemacht. Aber irgendwann kommt halt sozusagen die Zeche aufs Tablett, dann muss man auch zahlen. Und jetzt haben wir halt einen Kater, ne? Wie nach jeder Party. Und der dauert halt schon 12 Jahre an. Wir sind eigentlich im Dauerkrisenmodus und wir sehen ja, dass Griechenland oder auch Italien trotz Anstrengungen, vor allem in Griechenland, nicht mehr auf den Grünzweig kommen. Dass viele Menschen arbeitslos sind, dass die Volkswirtschaft, die Produktivität leidet. Also eigentlich meine Ansicht war immer, wir müssten eigentlich Griechenland aus dem Euro befreien, sogar regelrecht, ihnen eine Art Marshallplan geben, damit wir die europäische Idee im Kern sozusagen schützen, damit wir unseren Partnern auch helfen, Nächstenliebe leben, damit die Produktivität erwirtschaften können oder wettbewerbsfähig werden. Weil nur durch Wettbewerbsfähigkeit, durch Produktivität entstehen Steuereinnahmen, entsteht Prosperität, entsteht Wohlstand und so weiter. Also eine Aufwärtsspirale, statt wie momentan im Zinskurs der EZB, eine Abwärtsspirale, die niemals aufhört. Wir können noch so viel Geld reinpumpen, wie der Aufbaufonds. 800 Milliarden, klar, 69 Milliarden Richtung Italien. Wir wissen alle, das versickert irgendwo und es wird keinen wirklichen Produktivitätsmehrwert bringen und Italien nicht besser darstellen. Also warum hat es die Politik nicht erkannt? Warum haben es die Ökonomen nicht erkannt oder die Politik davon sozusagen abgehalten, dieses Währungsexperiment Euro zu implementieren? Das verstehe ich nicht, weil damit steht wirklich Wohlstand auf dem Spiel. Nicht nur für uns. Wir werden zwar am meisten verlieren, weil wir den größten Anteil an der EZB haben, aber für ganz Europa. Also Europa, der Euro war ja die Idee eines Friedensprojektes, dass man Europa vereint. Aber irgendwie scheint mir eher, dass der Euro Europa spaltet und sogar eher schadet eigentlich. Okay, also okay. Einführung des Euro, das war jetzt sehr viel. Ich weiß, sorry, ich bin auch in Rage wie du, weißt du? Ja, bam, bam, bam. Einführung des Euro, ich bin eigentlich nicht so der ganz große Anhänger davon, dass man sagt, naja, aber wir müssen auch erstmal die gemeinsame Finanzpolitik machen und vorher können wir das eigentlich gar nicht tun, denn es sind andere Wirtschaftsräume und die sind wirtschaftlich nicht so stark und so weiter, sondern wenn jetzt man sich nicht so stark verschuldet hätte zu den niedrigen Zinsen, ja, also die haben den Euro eingeführt und für Südeuropa war das so eine Art zum ersten Mal eine stabile Währung, wo die, die Investoren nicht die den als Aufschlag bei den Zinsen die erwartete Inflation aber draufschlagen. Ja? So, jetzt konnte man sich sowohl der Staat zu deutschen Konditionen oder zu niedrigen Zinsen verschulden, als auch der Privatsektor. Ne? Und das haben wir in Griechenland und in Portugal waren es eher die Staaten und in Spanien gar nicht. Ne? Und Irland, da war es der Privatsektor, der Bauboom, der dann losging. So, das Problem war jetzt allerdings nicht unbedingt, dass die unterschiedliche Wirtschaftskraft oder sowas haben, sondern die Überschuldung eines Landes zeigt sich praktisch nicht nur im Innenverhältnis, sondern immer, ja, so gut wie immer, auch im Außenverhältnis. Also wenn unsere Kreditexpansion, ja, die ganze Wirtschaft ist im Grunde Kredit und wenn Kredit ist immer, Kreditnehmer sind dabei, ja, und die geben dann vielleicht zu leichtfertig Kredit und es sind die, die sich verschulden. Und man, die Überschuldung eines ganzen Landes zeigt sich aber immer, dass man sich auch im Ausland verschuldet. Und das haben die Südeuropäer gemacht. Zur gleichen Zeit ist Deutschland billiger geworden. Dann kamen noch die Hartz-IV-Reformen dazu, die Agenda. Und dann haben die Südeuropäer diese Wettbewerbsfähigkeit, die sie verloren haben, mit steigenden Löhnen und Preisen durch die Verschuldung immer weiter ausgenutzt. Und da hätte man jetzt dazwischen gehen müssen, allerdings von beiden Seiten. Ja? Also gut, in Spanien war ja der Staat gar nicht schuld, aber in Portugal und Griechenland gab es diese Tendenzen, dass die Staaten sich zu stark in dieser Überhitzung, die man gesehen hat, weiter verschuldet haben, aber kein Politiker will so eine Party beenden. Ja? Man verliert die Wettbewerbsfähigkeit mit steigenden Löhnen und ist ja auch eine tolle Situation. Deutschland war in der Krise, nicht Südeuropa, denn wenn Geld reinkommt ins Land, dann läuft die Wirtschaft, ja, und es gab osteuropäische Gastarbeiter zuhauf in Spanien, ja, so, und dort war es eben der Privatsektor und das hätte man politisch bremsen müssen, ja, kann man machen, man kann sagen, höhere Downpayments auf die Hypotheken in Spanien oder sowas, will aber politisch keiner bremsen, es ist weitergelaufen. Es kam durch die Einführung des Euro und jetzt hatten diese Länder ihre Wettbewerbsfähigkeit verloren und wir hatten, in der VWL nennt man das einen sudden stop, ja, wenn das private Kapital von einem auf den anderen Tag sich überlegt, da will ich aber jetzt gar nicht mehr die Anschlussfinanzierung geben. Das kam nicht direkt 2007, sondern Griechenland hat, glaube ich, sogar noch 2009 eine Anleihe mehrfach überzeichnet, zu gar nicht so hohen Zinsen auf den Markt gekriegt. 2010 ging es los. Aber dann ging es schlagartig los und die Zinsen schnell nach oben, weil die Investoren der Welt sagen, nee, also wir haben noch mal in die Portfolios geguckt. Ist zu heiß. Diesen Ländern, genau.
Und da war aber die Überschuldung jetzt schon so stark, ungefähr in Griechenland, Portugal, Spanien sind es so 100% vom BIP, Netto-Auslandsschuld. Ja. Und weil man das in diesem Netto verhält, also die Bruttoschuld ist viel höher, man misst das eigentlich häufig, sieht man das in diesen Netto-Verhältnissen und nur Südeuropa hat das Problem. Mhm. Deutschland ist nicht überschuldet, die Deutschen haben gespart. Mhm. Ja? Wir sind ein bisschen überschuldet, weil wir keine Kinder haben, die in Zukunft die das zahlen können. Aber ansonsten eigentlich nicht. Ja. Und dieses Problem müssen wir lösen. Wie gehen wir mit dieser Schuld um? Und die ist jetzt hochgewandert. Das waren private Gläubiger. Also die Deutschen sind zu ihrer Bank oder Lebensversicherung und die hat dann Staatsanleihen gekauft oder sowas. Oder unsere haben die Banken, haben über französische Banken die spanischen Cajas finanziert. Und die dann die Hypotheken gegeben haben und die sind praktisch in diese Privatschuld ist jetzt hochgewandert auf den staatlichen Sektor durch Rettungsmaßnahmen, aber vor allem, und das ist wieder wichtiger und nicht richtig verstanden, außer Gott habe ihn selig dann von den Leuten wie den Sinn, der das immer wieder in die Diskussion bringt, über das Zentralbankensystem. Ungefähr die Hälfte, weiß jetzt nicht, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger und so, eigentlich glaube ich, ist es mehr, es müsste ein bisschen mehr sein, der gesamten deutschen Netto-Auslandsposition, also die Netto-Forderungen gegenüber dem Rest der Welt, was wir uns mühselig angespart haben mit Leistungsbilanzüberschüssen. Wohlstand, ja. Jedes Jahr irgendwie 7% mehr produziert als konsumiert. Ja? Wir hätten uns jedes Jahr 7% mehr leisten können. Ja. Und das ist jetzt, diese Forderungen sind jetzt gewandert in die Bundesbankbilanz, über die ich gesprochen habe, die ausfallen kann. Volksvermögen, ja. Volksvermögen und jetzt haben wir eine andere Situation, damit umzugehen. Also damals, weil der Euro falsch gestrickt war, dieses Target-Problem hatten wir auch schon 2010. Ja? Da haben wir es noch nicht gemerkt, wir haben es nicht gewusst. Es war auch nicht so dynamisch wie jetzt, also so enorm. Nee, aber es war schon da. Aber es war, es war keine Billion. Also. Abschlussbilanz 2011, 350 Milliarden. Ja, aber es 45% der Bundesbankbilanz. Ja, genau. Und es ist keinem richtig aufgefallen. Das ist das Verrückte. Deswegen sage ich, wir müssen immer in die Zentralbankbilanz gucken. Ja? Ich habe das so zu dieser Zeit haben wir Ökonomen endlich mal, da ist irgendwas zusätzlich. So, ne? Okay, und wir müssen jetzt mit diesem Problem umgehen. Auf die eine oder andere Weise. Mhm. Große Schuldenkonferenz, aber wir müssen über die Zahlen reden und die Zahlen nachvollziehbar machen. Also gut, ich glaube nicht, dass die Politik irgendwie dieses Problem angehen wird, weil ich glaube, die wenigsten Politiker haben das Verständnis dafür, das Mathematische als auch das Finanzielle. Aber was kann denn der Zuschauer machen, um sich vor dem einen oder anderen Szenario zu schützen? Oder besser gefragt, was macht Ingo Sauer, um seine Kaufkraft zu schützen oder sein Geld in Sicherheit zu bringen? Ich will eigentlich keine Anlageberatung machen. Nee, musst du nicht, aber was machst du denn? Hast du Geld auf dem Konto oder kaufst du Staatsanleihen? Ja, das ist bei der Uni-Bezahlung so eine Sache mit dem Geld auf dem Konto. Also keine Nominalforderungen in Euro. Ja? Also nicht zu viel. Natürlich muss man auch liquide sein, ein bisschen Sparbuch und so weiter. Aber Nominalforderungen in Euro, ich rede ja davon, dass das weicher werden kann. Das ist so das Einzige, was ich hier mal jetzt als Empfehlung ausgeben will. Ansonsten will ich da nicht viel drüber reden. Ich mache das manchmal im privaten Bereich und werde damit mit guten Weinen entlohnt. Aber ja, nee. Vielleicht lässt du mich ein bisschen was sagen, warum ich mir so sicher bin bei der ganzen Forschung. Also bei den Hyperinflationen sieht man diesen Weg am besten. Also nicht, wie die Volkswirte eben sich das häufig vorstellen, mehr Geld und dann, weil dieses mehr Geld ausgegeben wird für Güter, und das, aber die Gütermenge hat sich nicht geändert und dann gibt es Inflation. Sondern den Weg, den ich beschrieben habe, mehr Geld. Es ist aber nicht nur die Geldmenge gestiegen, sondern wenn dieses Geld einem Staat gegeben wurde, der das nicht zurückzahlt. Geld ist nur so lange was wert, solange es zurückgezahlt wird. Der Euro ist noch hart und was wert, weil jede einzelne Null, die da draufsteht, noch bezahlt wird an Schulden. Wenn die nicht mehr bezahlt wird, wie in Argentinien, Buendia, ja, dann haben wir eben die Insolvenz der Notenbank. Also Geldmenge steigt, die Notenbank wird angreifbar, die Spekulanten nehmen das als erstes wahr, aber zunehmend auch die Öffentlichkeit. Sie verkaufen die Währung auf diesen Währungsmärkten, die man nicht verbieten kann, die sich immer bilden. Du kennst den Fall Argentinien, gehst durch die Florida, da durch die Einkaufsstraße in Buenos Aires, da schreit dauernd einer hier, ich kann dir das auch wechseln, in irgendeine andere Währung. Und weil dieser Druck immer besteht, auf den Devisenmärkten, wertet die Währung ab,
Ja, und am Anfang steigen dann die handelbaren Güter oder exportierbaren Güter oder Importpreise auch. Aber zunehmend natürlich haben die Leute mehr und mehr das Gefühl, ja, dieses Geld, also das ist ja sowieso jedes Jahr 20, 30, 40% weniger wert und manchmal über Nacht, manchmal 20% weniger. Wenn der Preis steigt, wenn der Kurs fällt von dem Peso, dann wird sofort der Preis im Supermarkt erhöht. Ja. Sofort, ja. Also ich bin mehrmals ich habe dann Studentenaustausch mal gemacht, aber mehrmals so an der Etikettiererin, die im Supermarkt da wieder ein Peso mehr draufgeklebt hat, noch schnell vorbei und habe noch ein Glas rausgenommen, weil praktisch diese Preiserhöhung immer irgendwann, wenn man in so einer Hochinflationsphase ist, 1:1 auf Wechselkurseinbrüche folgt. Und zwar nicht der offizielle Wechselkurs, was die per Gesetz beschließen können oder so, sondern der Schwarzmarktkurs, der aber auch publiziert wird. So. Warum bin ich mir so sicher, dass dieser Mechanismus am deutlichsten bei sehr hohen Inflationsraten, also Hyperinflation, warum der auf jeden Fall für diese Hyperinflationsraten, die ich untersucht habe, die vier großen nach der Zwischenkriegszeit, also nicht die Lehrbuchversion, Geldmenge, Güterpreise, sondern über die Zentralbankbilanz, Wechselkurs und dann Preisniveau, warum der gilt. Also erstmal konnte man das ökonometrisch zeigen, indem ich ein Maß entworfen habe für die Zentralbanksolvenz. Aber zweitens ist praktisch der Deutsche und die Verantwortungsträger, die wussten auch Bescheid, ja, die haben das verstanden, die wussten, wir können die Preise, wenn wir wollen, jederzeit stabilisieren, wir müssen nur den Wechselkurs stabilisieren. Ja? Und weil man das per Gesetz nicht kann, müssen wir die Zentralbank dazu befähigen. Und so hat man die Hyperinflation beendet. Ja? Das ist aufgeschrieben von der League of Nations und so weiter, aber auch von den deutschen Verantwortungsträgern, die das gemacht haben, Schacht, als Zentralbankpräsident. Und dann hat man später eine Reform gemacht, wo man gesagt hat, okay, wir machen die Reichsbank wieder solvent, ja, über eine Zwangshypothek und so weiter, und stabilisieren den Kurs zum Dollar. Und so haben das alle Länder gemacht. Ja? Und weil das so schön aufzeigbar ist, ich habe es jetzt an sehr einfachen Beispielen gemacht, aber es ist praktisch auch an Zitaten und so weiter und ökonometrisch eindeutig zu zeigen in der Zeitreihenanalyse, bin ich mir so sicher, dass es zumindest für diese Hyperinflation stimmt. Und das heißt, wir müssen auf die Zentralbankbilanz aufpassen. Ja? Und vielleicht noch als Anmerkung, also wir haben nach dem Rieck-Interview, wie du ja auch auf mich gekommen bist, ne? Oder über den Christian dich empfohlen. Ja, so, und dann haben mir so viele Leute geschrieben und dann habe ich auch noch diese, praktisch, was der Sinn mir dazu geschrieben hat und so. Also das ist alles in der Überarbeitung und es gibt in ungefähr 2 Wochen, weil das noch jemand Probe lesen muss und so, gibt es dann die überarbeitete Version zum Runterladen, kann sich jeder... Ich werde den Link auf jeden Fall unten verlinken und dann kann jeder das natürlich auch machen. Ja, ich bin auf eure Meinung gespannt. Was glaubt ihr? Stimmt ihr überein, dass wir ein Riesenproblem haben mit der Notenbank, mit der EZB, mit dem Euro? Mich würde es natürlich freuen, euer Kommentar zu lesen. Ich würde mich freuen über einen Daumen nach oben, wenn ihr das Video teilt. Wenn ihr Fragen an Ingo habt, gerne. Du kommst gerne wieder, ne, denke ich mal. Ich kann wieder kommen. Wenn die Zuschauer das wollen. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Hat viel Spaß gemacht, war sehr erhellend. Und na, hoffen wir als Bestes, deine Hoffnung sozusagen auch eintritt. Du hast noch Hoffnung, ich nicht mehr. Aber wir werden sehen, wohin die Reise geht. Alles wird gut, die Welt wird sich weiterdrehen. Das auf jeden Fall. Also es gibt keinen Grund, pessimistisch zu sein. Vor allem den Studenten sage ich immer, den jungen Leuten, also wenn da jetzt mal ein bisschen... Das Schlimme ist, die Sparer, die alt sind, ja, wenn die enteignet werden, das ist eine Tragödie, die passieren könnte, weil Inflation ist ein sehr unfairer Vermögensumverteilung. Aber ansonsten insgesamt, die Welt geht durch eine Finanzkrise auf keinen Fall unter. Die Leute wollen danach immer noch Urlaub machen, Auto fahren. Und es gibt jetzt eigentlich keinen Grund hier besonders... Genau, und bevor die Inflation diesen Schein kaputt macht, nehme ich ihn noch. Nein. Du glaubst noch bald an den Euro. In 3 Jahren werfe ich ihn natürlich gerade. Nein. In 3, es geht schneller. Nein, will ich nicht gesagt haben. Nein, wir werden sehen. Noch ist es stabil. So. Und ich habe, glaube ich, mit dem Metaphorischen es auch so ein bisschen zurechtgerückt. Absolut. Ja. Gut, ich danke dir fürs Kommen auf jeden Fall, Ingo. Vielen Dank für deine Zeit und euch alles Gute. Bis bald. Ciao.